Monte hat gefährliche und problematische Aussagen gebracht. Das sag nicht ich, weil ich bin Monte-Fan, sondern Alpha Kevin. Und mal schauen, was Alpha Kevin jetzt gegen meinen allertollsten, besten Freund Monte sagen wird. Weil ich bin, wie gesagt, ein Monte-Ultra. Ich kann nicht mehr reden, ein Monte-Ultra. So, mal gucken, was der nette Herr aus Sachsen hier heute zu sagen hat. Let's go. Servus zusammen, heute kommt der Monte-Effekt mal wieder zum Einsatz. Es ist halt wirklich lange her, dass ich Monte mal... Hat er mich gerade Sklave genannt, oder was? Ich glaube, ich höre nicht richtig. Das gibt eine Ansage, Videochat. ...wieder in einem Video thematisiert habe. Und heute passiert das sogar gleich zweimal. Denn zum einen wurde Monte sehr stark dafür kritisiert, dass er in einer Story gepostet hat, wie er schilderte mit zwei... jetzt Autobahn unterwegs, zweispurig, konnte mit ca. 260 km... Ich komme mit ca. 62 km angefahren, zwei Autos auf der rechten Spur, ich bin ca. 400 bis 500 Meter entfernt, ich kündige meine schnelle Fahrweise an, indem ich eine präventive Lichthupe tätige. 160 km/h nachts auf einer zweispurigen Autobahn zu fahren und dann kam es fast zu einem... Digga, lass mich das doch mal lesen hier. Ich bin mit 260 km/h nachts auf einer zweispurigen... Dies ist völlig legitim und soll auf meine hohe Geschwindigkeit hinweisen. Legal, eine Sekunde Autobahn später zieht diese Volltrottel rüber. Mehrere Hinweise, kann ich nicht weiterlesen. Fast zu einem Unfall. Und zum anderen äußerte sich Monte indirekt politisch, beziehungsweise nur passiv, und bekam dafür wieder wirklich sehr viel Kritik zu spüren. Besonders auf Twitter war natürlich wieder der Aufschrei riesengroß. Und was es damit auf sich hat, das erkläre ich jetzt in diesem Video. Kommen wir aber nun zu etwas harmloseren Kritik, wobei diese definitiv auch berechtigt ist. Und zwar teilte Monte... Ich habe das mitbekommen mit dem Anzeigenhauptmeister, dass der da irgendwie einige Kritik bekommen hat, weil er erst ihn kritisiert hat und sich über ihn lustig gemacht hat und dann doch mit ihm gestreamt hat und ihn quasi für Klicks ausgenutzt hat. Und in einer Story folgendes mit. Gestern ist mein Leben an mir vorbeigezogen. Digga, warum lese ich die Scheiße denn überhaupt vor? Ich war nachts auf einer unbegrenzten Autobahn unter... Und warum redet Alpha Kevin gerade so, als würde er um 3 Uhr nachts seinem Crush auf Snapchat eine Audio schicken? Bro, er redet richtig horny einfach, hä? Was ist das denn? Einfach Alpha Kevin im Riss-Modus. Hört sich das mal an, wie er redet. Folgendes mit. Gestern ist mein Leben an mir vorbeigezogen. Ich war nachts auf einer unbegrenzten Autobahn unterwegs. Zweispurig. Ich komme mit ca. 260... Was? Warum redet er so? 60 km/h angefahren. Ich komme mit 260 km/h angefahren. Digga, so kennen wir ihn ja gar nicht. Okay. Ich fühle mich ein bisschen geklärt gerade, ein bisschen sexuell angezogen. Zwei Autos auf der rechten Spur. Ich bin ca. 400 bis 500 Meter entfernt. Ich kündige meine schnelle Fahrweise an, indem ich eine präventive Lichthupe tätige. Diese ist völlig legitim und soll auf meine hohe Geschwindigkeit hinweisen. Legal. Eine Sekunde später zieht dieser Volltrottel rüber. Mehrere Hinweise mit der Lichthupe werden ignoriert und ich muss bei 260 gefühlt eine Vollbremsung hinlegen. Reifen quietschen, Heck will ausbrechen und dieser dumme Taxifahrer zieht gemütlich rüber. Im Auto fliegt alles durch die Gegend, mein Eistee fällt oben, Gurte gehen auf, Vollspannung. Auf Biegen und Brechen bekomme ich die Situation unter Kontrolle, mein Herz ist in die Hose gerutscht, ich fahre an dem Taxifahrer vorbei, gucke rüber und gestikuliere ein wenig. Der Typ guckt nicht einmal rüber und entschuldigt sich zum Beispiel. Das Beste kommt aber noch, kurz nachdem ich vor ihm bin, drückt dieser Kopf mir allen Ernstes zwei Lichthupen. Ich verstehe zwar, dass man in so einer Situation natürlich auch selber aufgeregt und abgefuckt ist, ich selbst fahre... Digga, ich wäre so geisteskrank abgefuckt. Ich fahre auch mal gerne etwas schneller, wobei das mit meinem Audi A3 jetzt nicht unbedingt möglich ist, aber da... Hä? Wie schnell fährt ein scheiß Audi A3? Und weird Flex an der Stelle, dass er ein Audi A3 hat. Ich wusste das natürlich, weil ich Fan bin. Max, der hat safe das dickste Motorpaket da. Max Geschwindigkeit, was fährt denn so ein Teil? 232, Digga, das geht doch gut ab. Dass er dafür natürlich Kritik erntet, kann man als Außenstehender durchaus nachvollziehen. Ja, aber wenn es eine offene Autobahn ist, dann ist sie halt offen, hä? Also dafür ist sie ja offen, dass du schnell fährst, vor allem wenn halt sonst kaum jemand unterwegs ist. Denn wer nachts auf einer zweispurigen Autobahn 260 km/h fährt, der fürchtet sich vermutlich wirklich nur vor Gott. Wie oft... Also... Wenn die Autobahn offen ist, dann ist sie offen. So, natürlich ist die Richtgeschwindigkeit, die Leit... Wie heißt denn das? Richtgeschwindigkeit, 130 km/h. Ja, gut, das ist das Doppelte. Ist schnell, ist riskant. Muss Monte natürlich... also muss man natürlich klar sagen, es ist sein Risiko. Aber mein Gott, ne? Also... Es ist...
rechtfertigt trotzdem nicht, dass Menschen, also dass Autofahrer einfach auf die linke Spur rüberziehen, wenn sie sehen, dass da einer angefahren kommt. Mir das allein schon am helllichten Tage vorgekommen ist, dass Leute einen gar nicht erst wahrnehmen oder die Geschwindigkeit von hinteren Autos einschätzen können, da muss man halt selbst doch einfach vorsichtig sein und Rücksicht zeigen. Besonders nachts ist es halt umso schwieriger und wir alle wissen, dass viele Autofahrer nicht unbedingt die besten Augen haben oder vielleicht zu alt sind, um Situationen perfekt einschätzen. Also ich fahre ja Motorrad und da muss ich sagen, fahre ich auch immer so, dass ich quasi so fahre, dass ich davon ausgehe, dass alle Autofahrer komplett geistig eingeschränkt sind und dumm fahren, weil sonst riskierst du halt einfach noch mehr unnötig dein Leben, ne? Von daher ist es leider so, man kann nicht davon ausgehen, dass alle schlau fahren, und das gilt auch für den Monte. Trotzdem ist es jetzt nicht sein Fehler, schnell zu fahren, ne? Muss man auch sagen, ne? Zu können. Das hatte mir meine Fahrschule auch immer beigebracht, deswegen muss man schon immer mit viel Rücksicht fahren. Monte blendete dann noch einen Screenshot von jemandem ein, der bei einer ähnlichen Situation, wo es dann zum Unfall kam, eine Teilschuld zugesprochen wurde. Und ja, dann geht eine gewisse... Ich kann das nicht mehr. Aber das ist ja auch tatsächlich so, ne? Wenn du über diese Richtgeschwindigkeit fährst, dann kann dir eine Teilschuld tatsächlich zukommen. Wenn auch absolut winzige Teilschuld mit einher. Genauso wie eine winzige Teilschuld mit einhergeht, wenn ich mit einer Rolex im Ghetto rumlaufe. Und Monte bezeichnete das natürlich als typisch deutsch, was ich ein bisschen komisch finde. Denn naja, was soll ich sagen? Auch wenn die Autobahnen in Deutschland frei sind, sollte man sich dennoch immer den Verhältnissen anpassen. Und nachts auf einer zweispurigen Autobahn. Naja, es hat nichts mit Verhältnissen zu tun, es hat halt mit der Richtgeschwindigkeit zu tun. Wenn du unter 130 km/h fährst oder halt genau 130, dann hast du auch keine Teilschuld. Das ist halt in Deutschland so, dass auch unbeschränkte Autobahnen immer, dass da trotzdem die 130 quasi als unverbindlich trotzdem gelten, ne? Da 260 durchzubrettern, ist halt alles andere als rücksichtig, egal ob man da jetzt eine Lichthupe gibt oder nicht. Wir sollten uns nicht darauf einigen, dass man nichts erwarten muss. Wir sollten uns darauf einigen, dass man das Schlimmste erwarten muss. Leider. Außerdem gibt es ja auf deutschen Autobahnen auch eine Richtgeschwindigkeit von 130, genau. Und die existiert jetzt auch nicht komplett für umsonst. Also da verstehe ich immerhin definitiv noch die Kritik, die gegen Monte gerichtet war in dieser Story. Das war aber bloß der erste Punkt, weshalb Monte derzeit in der Kritik steht, ist aber jetzt natürlich auch nicht so heftig, aber was momentan viel... Nee, finde ich auch nicht heftig. Ich meine, das ist... Ich meine, mein Gott, Digga, jeder fährt so schnell mit einem teuren Auto. Wenn du dir halt ein Auto leisten kannst, was so schnell fahren kann, dann wirst du auch so schnell fahren. Sind wir mal ganz ehrlich, das machen tausende Menschen in Deutschland jeden Tag. Ist halt einfach so. Klar, so hat er eine Vorbildfunktion und sollte darauf achten, dass er das nicht macht. Aber, ja... viel heißer diskutiert wird, ist dieser Take von ihm, denn er äußerte sich live on stream passiv kritisch zu politischen Ereignissen beziehungsweise auch zur Cancel Culture. Ich würde persönlich gerne auch mal wirklich meine ehrliche Meinung sagen in einigen Aspekten, aber ich mache es nicht, weil dann heißt es auf einmal, dann schließen sich wieder diese ganzen Idioten auf Twitter zusammen oder diese ganzen Links-Idioten oder whatever, wer auch immer, muss ja nicht nur links sein, die Grünen-Wähler, whatever, oder ein kleiner Mob schließt sich dann zusammen und versucht mich dann zu canceln und aus Angst, dass das Unternehmen leidet, schmeißt mich dann beispielsweise ein Rewe mit Gönnergy aus dem Laden raus. Ja. Und wofür das dann alles, dass ich einmal ehrlich im Internet meine Meinung gesagt habe, okay, verstehe ich, dass einige das vielleicht von mir fordern, aber ich bin halt nicht mehr der kleine Streamer, sondern ich habe wirklich auch Verantwortung mittlerweile für viele Leute, die durch das, was ich mache, auch ihr Hack auf den Tisch stellen, Angestellte, Geschäftspartner und das ist sehr schade, ne? Ich würde gerne manchmal ein bisschen mehr sagen, aber manchmal geht's halt einfach nicht, weil man will ja auch nicht unnötig Kopfschmerzen haben, ne? Ja, aber sage ich ganz ehrlich, kann ich ihn auch verstehen. Also, ist auch einfach so. Es ist ja auch einfach so. Bro, wenn du deine Meinung im Internet sagst, ganz klar, es gibt die Meinungsfreiheit und die Meinungsfreiheit existiert auch und das ist auch gut so, ja. Keine Frage, es gibt keine Einschränkungen in der Meinungsfreiheit. Also außer halt die Sachen wie Beleidigung oder so, das ist klar. Aber man muss natürlich damit rechnen, wenn man mit einer Reichweite von einem Monte sowas macht, dass dann halt auch sehr, sehr viele Leute einen dafür haten, kritisieren und was weiß ich mit dir dann machen, ne? Versuchen dich zu canceln.
Zu dieser Aussage gibt es nun natürlich wieder, und das war ganz klar, zwei verschiedene Meinungen. Die eine besagt, dass Monte mal wieder eine unfassbar kritische Person ist und dann werden wieder Verbindungen zu rechten Netzwerken aufgezeigt. Und die andere bestätigt Monte damit, dass wenn er seine Meinung sagt, er gecancelt werden würde. Und tatsächlich ist wahrscheinlich das Richtige irgendwo ein Stück weit in der Mitte. Aber ich kann Monte hierbei auch ein bisschen nachvollziehen, muss ich gestehen. Und warum ich das nachvollziehen kann, das zeige ich euch dann gleich anhand eines Beispiels, was ja schon mal existierte bei Monte. Aber erstmal vorab, wir wissen ja gar nicht, was Monte dort überhaupt sagen wollte. Was? Ja, wahrscheinlich halt so ein bisschen mit Mannheim und es muss sich in Deutschland was ändern, wo Deutschland hingegangen ist, ist nicht mehr das, was mal war und die Grünen und sie wollen uns alles nur verbieten und so. Monte ist jemand, der wahrscheinlich sehr wenig Ahnung von Politik hat, aber sich halt relativ schnell beeinflussen lässt von vielen Medien. Zumindest kommt es so rüber, ne? Der sieht irgendwo was, bekommt irgendwo was mit und hat dann immer direkt so eine schnelle Meinung. Genauso die Grünen. Deswegen ist es vielleicht auch ganz ehrlich besser so, wenn er nichts sagt. Vielleicht irre ich mich auch, vielleicht hat er sich in letzter Zeit politisch sehr gebildet, aber ich bin mir nicht so sicher. Seine Meinung zu irgendwelchen Politiksachen ist. Ist es jetzt etwas harmloses politisch? Trotzdem kann natürlich jeder seine Meinung nennen im Internet und auch sonst irgendwo, egal wie krass du gebildet bist, aber natürlich umso mehr Aufmerksamkeit und Reichweite du hast, desto sicherer solltest du dir sein, dass deine Sachen, die du sagst, auch so wirklich so stimmen und auch richtig sind, ne? Oder ist es etwas Radikaleres, wo man wirklich drauf achten muss, was man sagt? Das kann man halt anhand seiner Aussage nicht mal einschätzen. Klar ist er mit Sicherheit, genauso wie viele Menschen da draußen, politisch nicht immer 100% im Bilde. Deswegen enthalte ich mich auch bei politischen Sachen so ziemlich immer. Liegt halt wirklich auch daran, dass man immer sehr schnell in den Fettnäpfchen tritt und man kann es eh nicht jedem recht machen. Aber ich erinnere mich noch an eine Thematik, wo bei Monte ebenfalls ein riesiges Fass aufgemacht wurde für eine doch recht harmlose politische Meinung. Und zwar sagte er damals das hier gegenüber schwerstkriminellen Ausländern. Wacht endlich mal auf. 99,999% der ausländischen Bürger, die nach Deutschland gekommen sind, aus was für einem Grund auch immer, sei es politische Flüchtlinge, sei es Kriegsflüchtlinge, sei es einfach nur Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben, weil sie in ihrer Heimat keine Perspektive, keine Zukunft und keine Möglichkeit hatten, für ihre Familie zu sorgen. 99,999% dieser ausländischen Mitbürger, die mittlerweile ja keine Ausländer sind, sondern Deutsche, die in Deutschland ein neues Leben angefangen haben und sich und ihrer Familie etwas ermöglicht haben. 99,999% dieser Menschen mit Migrationshintergrund oder ausländischen Vorfahren werden genau dasselbe über Leute aus ihrer Bevölkerung oder ihrer Herkunft sagen, nämlich, dass wenn die hierher kommen und sich nicht benehmen, schwer kriminell werden und nicht ein neues Leben hier suchen, sondern nur das einfache Leben auf Vaterstaatstasche. 99,999% werden genau dasselbe wollen, nämlich dass diese Leute zurückgeschickt werden, weil sie ihr Anrecht hier in Deutschland ein neues Leben anzufangen verwehrt haben. Und das ist die bittere Realität. Oder das ist keine bittere Realität, das ist die Realität. Also wach nochmal auf, setz mal deine Klinika-Cap ab, lass mal ein bisschen frische Luft an deinen Kopf und wach endlich mal auf. Das ist seine Meinung. Boah, war das nicht gegen Young Feldsalat? Oder? Zum Thema schwerstkriminelle Ausländer gewesen. Und diese Meinung so zu teilen, ist jetzt an und für sich nicht unbedingt problematisch oder extrem kritisch, denn er pauschalisiert nicht, er schert nicht jeden Ausländer über einen Kamm. Und ich finde jetzt auch, das zu kommunizieren, ist jetzt nicht unbedingt höchst problematisch. Kurz darauf wurde er aber aufgrund dieses Takes sehr stark kritisiert, ob auf Twitter oder in einem YouTube-Video von Stay, der dann aufzeigen wollte, wie wenig Monte sich doch mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat. Und ja, das kann zwar sein, dass Monte in dieser Thematik nicht 100% in dem Bilde ist, aber sind wir jetzt mal ganz ehrlich, also seine Meinung war ja jetzt nicht höchst problematisch und es stellte ja auch schlichtweg bloß seine eigene Meinung dar. Das hatte er ja auch offensichtlich genau so kommuniziert. Er machte halt einfach nur darauf aufmerksam, dass er keinen Bock auf schwerstkriminelle Ausländer hat. Und weder Deutsche noch Menschen, die zugewandert sind oder sich komplett integriert haben, haben Lust auf sowas. Anstatt das aber einfach so hin... Ist tatsächlich auch so, ne? Also... sieht man ja zum Beispiel an der Mannheim-Thematik auch. Zum Beispiel der Mann, der den Attentäter aufgehalten hat, konnte ja selbst nicht mal richtig flüssig Deutsch und war ja auch Ausländer und hat sich für Deutschland und für einen Deutschen quasi dem möglichen Tod ausgesetzt. Und mehr Dings kann man ja eigentlich nicht einbringen. Und der halt als Ausländer auch keinen Bock auf einen schwerstkriminellen Mörder-Ausländer, so, wisst ihr, wie ich meine? Und das ist ja auch einfach so, ne? Also, ich und jeder andere weiß ja, dass die meisten, die nach Deutschland kommen,
sich cool einbinden, einfach auch gute Menschen sind und auch viele dankbar sind und so. Und die stört es am meisten. Es gab jetzt in der Mannheim-Thematik so viele Stimmen von Ausländer und Menschen mit Migrationshintergrund, egal in welcher Generation sie hier sind, erste, zweite, dritte oder noch länger, dass sie sagen, wir leiden hier gerade am meisten drunter und es ist auch einfach so, ja. Die haben da keinen Bock drauf, die sind da pisst drauf, weil jetzt sie ein schlechtes Bild haben in der Gesellschaft, weil irgendwie ein paar Einzelfallwichser quasi so ein schlechtes Bild auf die Ausländer in Deutschland quasi ziehen und das ist halt einfach nur Kacke. Zu nehmen und zu akzeptieren, gab es damals auch wirklich sehr viele Menschen, die Monte daraufhin als rechts framen wollten oder ja, das ja bloß Nazis oder NPD-Wähler sagen. Ich meine, das alle sind ja schließlich immer rechte Talking Points und deswegen ist Monte auch rechts einzuordnen. Also so haben das einige kommuniziert. Das gleiche hat im Übrigen auch Stay damals bei Monte gemacht, nachdem dieser sich über kriminelle Ausländer unterhalten hat. Jemanden, der Asyl beantragt, kannst du nicht alle über einen Kamm scheren. Natürlich kannst du das nicht. Es gibt so viele unterschiedliche Schicksalsschläge von Menschen, die nach Deutschland... Ich finde das sehr unpassend, dass man das jetzt einblendet. Dass mittlerweile hat sich sogar Stay ein NPD-Plakat dafür entschuldigt, weil er auch selbst gemerkt hat, dass es einfach drüber war. Also habe ich Monte angerufen oder ich habe ihm geschrieben und habe gesagt, ey Digga, das geht nicht, tut mir leid, das war viel zu viel. Und das Gleiche passiert halt wirklich gerade stellenweise. Das ist auch übrigens das, was ich mit der Tierlist gemeint habe, dass so Stay einfach so ein bisschen zu... over the top ist für mich persönlich. Mit der Aussage von Monte jetzt. Denn viele sind nun der Meinung, dass Monte so kritische und menschenfeindliche Standpunkte vertritt, dass er sich hierbei nicht getraut, seine eigene Meinung zu sagen. Es wird beispielsweise... Junge, ist das unnötig. ...von Abhitlern gesprochen, obwohl wirklich gar keiner weiß, in welche Richtung das überhaupt geht. Ja, doch, Olli, man weiß es schon, weil er sagt, ja, Links und Grün werden sich drüber aufregen. Das heißt, es werden schon eher, CDU oder AfD-Take sein, aber ja, das sind trotzdem Sachen, die man öffentlich sagen kann. So, da muss man nicht zustimmen, ja. Jeder kann sagen, okay, die Meinung passt mir nicht, aber trotzdem sind das natürlich Punkte, die man sagen darf. So funktioniert unsere Demokratie. Auch wenn du AfD-Points hast, dann darfst du die nennen. So funktioniert es halt einfach, ne? Würde. Und ja, mit Sicherheit vertritt auch Monte ein paar Standpunkte, die definitiv kontroverse sein könnten. Aber ich gebe ihm hierbei so weit recht, dass es nun mal schwieriger wird, alles zu sagen, was man denkt, ohne direkt in Schubladen gesteckt zu werden. Denn die letzte... Also es ist genauso einfach, irgendwas zu sagen, ne? Weil Demokratie funktioniert uneingeschränkt, wie schon gesagt. Aber man muss natürlich umso größer die Reichweite leider auch mit sehr, sehr viel Hate rechnen. Jahre wurde bei ihm teilweise auch wirklich bei jeder Kleinigkeit ein Fass aufgemacht. Siehe beispielsweise halt die Reaktion von Stay in diesem Moment. Und deshalb betrachte ich die Aussage von Monte jetzt auch nicht unbedingt als super schwierig oder falsch, wie das momentan sehr viele auf Twitter machen. Vor allem in seiner Position als Geschäftsführer mit vielen Angestellten. Klar gibt es aber natürlich auch an der Stelle politische Ansichten, die man absolut nicht vertreten sollte und die auch dann Stay hat sich heute mega über Alpha Kevin aufgeregt in seinem Stream. Was hat er gesagt, so zusammengefasst? ...kommen sollten. Schaut dafür beispielsweise super gern das Video von TJ zur AfD an. Der hat dort nämlich unzählige Aussagen wie diese hier aufgezählt. Oder natürlich auch dieser viel zitierte Klassiker hier. Das Pack erschießen oder zurück nach Afrika prügeln. Bruder. Digga, wie guckt er hier eigentlich rein? Guck mal, wie er guckt. Bro, er guckt einfach wie so eine Ratte. Er guckt wie Peter Pettigrew. Dieter Görnert, Stadtrat AfD Nürnberg. Dann könnt ihr mit Punkt und Komma Zitat für Zitat selber durchgehen. Viel Spaß dabei. Es ist einfach komplett widerwärtig, wie diese Partei drauf ist. Das sind halt wirklich unfassbar menschenfeindliche Aussagen gewesen. Diese sollte man dann wirklich anprangern und zeigen, wie verachtenswert das ist. Deswegen denke ich... Nein, ich habe ein Kopfhörerkabel ausgesteckt. Hast du eigentlich schon ein Abo auf diesem Kanal dagelassen? Folgst mir eigentlich schon auf Twitch? Schau mal in die Beschreibung, zweiter Link. Ich persönlich, dass die Sache mit Monte hierbei einfach nur unnötig hochgepusht wird. Ich persönlich bin zwar auch nicht wirklich immer seiner Meinung, also das könnt ihr mir glauben. Aber in dem Punkt verstehe ich die Problematik noch nicht so richtig. Aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, deswegen ist momentan Twitter am Brennen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Aussage von Monte haltet und auch natürlich zum ersten Kritikpunkt. Und wenn euch solche aktuellen Themen gefallen und ihr immer auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann lasst... Nee, gefällt mir nicht, das ist scheiß Video. Spaß, wie immer, gutes Video, Bro. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und damit bedanke ich mich nun fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt noch
noch einen wunderschönen Tag. Danke. Das ist so schön. Schönes Wäldchen. Euer Alpha Girl und ciao. Ciao. Ey, cooles Video. Danke für das Video. Gibt ein. Mann! Like. Cooles Video. So, Support-Kommentar schreiben, Freunde. Wenn ihr ja ein bisschen Zeit habt, schreibt einfach, während ihr das Video schaut, einfach mal cool oder nice. Einfach in die Kommentare, das supportet immer das Video. Gerne bei mir oder bei allen anderen, das ist immer nice. Ich danke euch von Herzen, dass ihr heute zugeschaut habt. Danke an Alpha Kevin, schaut da gerne vorbei. Ist natürlich in der Beschreibung verlinkt, sein Video ganz oben. Und ja, schaut da gerne mal vorbei und schaut auch gerne auf meinen anderen Kanälen vorbei. Bis zum nächsten Mal und adios, amigos und bis zum nächsten Mal.